2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Es ist sicher nicht leicht, jetzt im Jahr 2020 dazustehen und darüber zu berichten. Aber 2020 wird in die Geschichte des Weißen Kreuzes eingehen. Trotzdem sind wir heute hier und wollen über einige Zahlen des 2019 berichten. Einsatz für das Weiße Kreuz im Iran, Verkehrsunfall. 2019 haben wir 60.323 Rettungseinsätze durchgeführt. Das sind 2,5% mehr wie im vorigen Jahr. Ich kann auch sagen, dass dieser Trend zieht sich durch, nicht nur in der Bodenrettung, sondern auch in der Flugrettung haben wir dauernd steigende Zahlen im Bereich Rettung. Und das ist vor allem auch zurückzuführen, die ständig steigenden Zahlen im Bereich Tourismus. Und das Wichtigste aber ist auch, und das haben wir auch jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass unsere Leute, vor allem die freiwilligen Mitarbeiter, auch in der Corona-Zeit ständig anwesend waren und wir hatten überhaupt keine Probleme, die Dienste durchzuführen. Wir hatten noch nie so viele Freiwillige wie 2019. Mit 3.609 Freiwilligen sind wir stolz, so viele Mitarbeiter zu haben. Wir konnten 150 Mitarbeiter dazugewinnen und die Hälfte unserer Freiwilligen sind jünger als 30 Jahre. Das ist für uns natürlich auch eine Sicherheit für die Zukunft. Und zur Geschlechterverteilung kann ich schmunzelnd dazu sagen, als ich dazu kam, vor knapp 30 Jahren war es eine einzige Männerdomäne. Mittlerweile sind es 42% Frauen und 58% Männer. Diese Freiwilligen, die ja unser wichtigstes Rückgrat im Verein sind, haben über 1 Million Arbeitsstunden geleistet. Zugelegt haben wir auch bei den programmierten Krankentransporten. Das waren insgesamt 104.071 Krankentransporte. Da hatten wir auch einen Zuwachs zu verzeichnen von 4,5%. Das ist auch ziemlich viel, muss ich sagen. Und das natürlicherweise auf die Frage, auf was ist das zurückzuführen? Das ist zurückzuführen, dass wir praktisch einen ständigen demografischen Wandel haben und natürlicherweise auch die Bevölkerung, die dauernd altert. Und das ist die logische Konsequenz von dem allen. Also ganz stolz macht mich auch die Zahl unserer Fördermitglieder. Mit 135.000 Fördermitgliedern haben wir den höchsten Stand, den wir jemals in der Geschichte des Weißen Kreuzes hatten. Nur durch diese Mitgliedsbeiträge ist es uns auch möglich, verschiedene Dienste anzubieten. Und dafür möchte ich mich auch bei der Südtiroler Bevölkerung wirklich aus ganzem Herzen bedanken. Unsere Aufgabe ist, dass wir nicht nur flächendeckend präsent sind, aber wir müssen uns auch ständig verbessern. Die Bestätigung haben wir auch vor kurzem erhalten durch die Zertifizierung, durch die ISO-Zertifizierung, die wir nicht nur in der Landesleitung haben, sondern auch jetzt in den Sektionen draußen praktisch erreicht haben. Und ich muss auch sagen, dass die Präsenz, die wir haben in einem internationalen Netzwerk, das ist Samaritan International, das gibt uns auch wiederum viel Know-how und das wir versuchen dort aufzunehmen und in Südtirol dann praktisch anzuwenden. Wünsche mir ein Weißes Kreuz. Die Lage momentan im Verein ist sehr dynamisch. Wir versuchen trotzdem aber für unsere Südtiroler Bevölkerung auf allen Fronten Dienste anzubieten, die es auch momentan braucht und die notwendig sind. Und wir werden weiterhin für die Südtiroler Bevölkerung da sein. Musik.